Für einen Papierrestaurator stellt die Bearbeitung eines derartigen Modells eine enorme Herausforderung dar, weil wir in diesem Fachbereich eher gewohnt sind, mit kleinformatigen, zweidimensionalen Objekten zu hantieren. Also so ein Modell kommt nicht jeden Tag auf unseren Tisch. Im Stephansdom beim Abbau wurde eine Grundreinigung vorgenommen, weil wirklich der Staub von Jahrzehnten auf und in dem Modell lagerte. Es hat sich auch abgezeichnet, dass Holzwurmbefall vorhanden war. Leider hat sich auch gezeigt, dass auch Schimmel an manchen Stellen des Modells vorhanden war. Die Reinigung der Oberfläche dauert ziemlich lange. Allein die Größe des Modells, es ist in zusammengebautem Zustand 5,40 Meter hoch. All diese gotischen Bauteile, Fialen, Krabben, Hinterschneidungen, Friese. Bevor mit der Bearbeitung eines Objektteils begonnen wird, werden Fotos gemacht. Danach wird die Reinigung durchgeführt. Manche Teile erlauben auch eine feuchte Oberflächenreinigung. Nach dem Abschließen der Reinigung werden lose Teilchen gefestigt und letzten Endes dann auch Ergänzungen gemacht, wenn es notwendig ist. Den Abschluss der Arbeiten bildet dann eigentlich die Retusche. Teile, wo ins Auge sticht, hier fehlt etwas. Bei Ergänzungen oder Retuschen wird sich an dem Objekt orientiert, an den Teilen, die vorhanden sind. Fotos von früher haben wir nicht sehr viele. Also es gibt ein paar Aufnahmen von der letzten Ausstellung im Wien-Museum, das war 1997. Das sind jetzt aber keine Detailaufnahmen, das sind einfach Aufnahmen aus dem Ausstellungsraum. Ich reinige jetzt das Glas mit Wattetäppchen und distilliertes Wasser. Die bemalte Oberfläche aus Karton ist besonders wasserempfindlich, aber das Glas kann man gut feucht reinigen, das ist ein Vorteil. Und man muss ganz vorsichtig arbeiten, weil ein kleiner Spur auf Glas, man sieht es sofort. Die Malerei war schon in einem schlechten Zustand. Und das war ganz wichtig, dass die Glasmalerei befestigt wurde. Es gibt zwei Schichten vom Glas, so das heißt, die Malerei ist drinnen und kann man gut feucht reinigen. Das Grundgerüst des Modells besteht aus Holz. Diese Holzteile sind bezogen mit Papier und Karton und die Dekorelemente wie der Figurenschmuck und einzelne Architekturelemente, die wurden mit einer Gießmasse ausgeführt. Der preußische Hofmodellbauer Karl Schropp hat wie viele Modelleure seiner Zeit nach einer geheimen Manier gearbeitet. Das heißt, er hat Rezepturen gehabt, die er nicht verraten hat. Und seine Modelle waren damals bekannt dafür, dass sie besonders stabil und robust waren und feuchtigkeitsunempfindlich. Man weiß, dass er die Kartonteile nach dem Ausschneiden in tierischen Leimlösungen getränkt hat. Das hat er trocknen lassen. Und erst nachdem diese Teile getrocknet waren, hat er die Einzelteile zusammengefügt. Das hat einen besonders stabilen Aufbau erzeugt. Wenn man sich die Details am Dommodell ansieht, dann erhält man den Eindruck, dass er nicht sehr oft tatsächlich vor Ort gewesen sein kann. Zu Zeiten Schropps waren einige Mappenwerke zu St. Stephan im Umlauf, wo Umrisse dargelegt waren und Fassadenschmuck. Aber auch die waren zum Teil sehr, sehr ungenau. Zu Schropps Zeit gab es die Tendenz, bei Kirchenrestaurierungen viele spätere Details wie barocke Altäre aus den Kirchen zu entfernen und durch neogotische Neueinbauten zu ersetzen. Schropp hat alles nicht mittelalterliche weggelassen und hat es mit neugotischen Altären und Architekturelementen ersetzt. Dieser regotisierte Zustand des Modells war wahrscheinlich ein Problem, wie das Modell 1904 in Wien war. Eine der größten Veränderungen, die das Modell in Wien erfahren hat, ist, dass es ein neues Dach bekommen hat, in Anlehnung an das damals vorhandene und heute für allen bekannte emaillierte bunte Ziegeldach mit seinem Zickzackmuster. Beim Abbau des Modells im Stephansdom haben wir entdeckt, dass die Originalfassung des Daches noch vorhanden war. Und das Dach von 1904, das wurde einfach draufgelegt und drüber gestülpt. Hier sieht man sehr schön an dieser Ausnehmung das Originaldach vom Karl Schropp. Es ist dunkelblau gehalten, hat Goldbordüren und im Inneren wird man auch erkennen, dass es auch Goldornamente aufweist. Im neuen Haus haben wir jetzt Platz für dieses Modell. Es wird in der großen Halle stehen und man wird es von allen Seiten betrachten können. Es wird auf halber Höhe auch eine Möglichkeit geben, dass man das auch von weiter oben sehen kann. So wird das im neuen Haus präsentiert werden.